gedacht, oh, ich bin Gamer. Wer hätt's gedacht, du leider Flamer. Nimm dir ne Maus, ne Tastatur. So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test von The Stomping Land. Und ja, wir gucken uns dieses Spiel mal an und da steht hier Alpha 052 und das ist bei Early Access und kostet somit 23 Euro. Ah, ich dachte, das kostet irgendwie um die 15 Euro. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns dieses Spiel mal angucken. Wie ihr seht, ist es ja auch in der Alpha. Und ja, in den Optionen können wir jetzt derzeit nichts so einstellen. Also unter Game finden wir schon mal gar nichts. Also das könnt ihr schon mal knicken. Unter Controls, ja, findet hier Jump-Taste. Ist wirklich geil auf Maus 2, also auf die rechte Maustaste. Finde ich schon mal geil. Normalerweise ist es ja immer Jump. Habe ich nicht eingestellt. Ich finde es eigentlich, ja, ich benutze es meistens auf der Maus 2-Taste. Unter Video haben wir auch gar keine Einstellungen, außer Fullscreen und, ja, paar Auflösungen. Unter Audio finden wir auch nichts. Also man kann hier gar keinen hier lauter stellen oder leiser stellen, ne? Und ja, bei Video, was bei mir irgendwie so fehlt, ist zum Beispiel Gamma wäre gar nicht mal so schlecht, weil in der Nacht sieht man ja fast gar nichts. Und überhaupt, wenn man jetzt in der Höhle da reingeht, da sieht man ja auch fast nichts. Aber nichtsdestotrotz ist es noch in der Alpha und wir werden uns auf jeden Fall Solo mal angucken. Ich zeige euch mal hier Online-Modus, also schon mal die Spieleranzahl. Ja, ich würde mal sagen, ganz schön viele Spieler, vor allem hier oben 10, 12, 16 und 22. Verdammt viele Spieler und wenn man hier auf Host drückt, ne, da kommt das hier, Blackbox, da kann man sich halt Servers mieten, ne. Und ja, eine feine Sache und wir gucken uns Solo und ja, wir sehen uns gleich dann mal im Spiel. Bis dann. So, und damit herzlich willkommen bei Stomping Land. Ja, ich bin hier auf einer wunderschönen Insel. Wie ihr seht, habe ich schon hier mein Zuhause gebaut. Ja, ich bin hier gerade gelandet auf dieser Karibik. Wunderschön, ne? Tolle Aussicht hier. Ich fühle mich hier wohl, ne? Auch mit Pfeil und Bogen. Auch hier mit dem Dinosaurier, der hier gerade, was macht er da? Oh oh, das war wohl nicht gut. Verdammt, nein, ich bin tot. Ja, so schnell kann es gehen, das wollte ich euch mal demonstrieren. Und wie ihr seht, ich habe das gerade, Stay Alive. Ja, das wollte ich euch mal demonstrieren, wie schnell das geht, dass ich hier sterbe. Aber nichtsdestotrotz spawnen wir bei meinem Zuhause. Ja, ich habe mir hier ein wunderschönes Zuhause gebaut. Mein Tipi. So. Natürlich habe ich jetzt gar keine Waffen. Und hier ist gleich der Bösewicht, ne? Ja, und das finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass ich hier keine Waffen habe. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt, wie man hier craftet. Ja, Stomping Land, jetzt in der Alpha-Version, recht neu, und das Craften geht hier gar nicht mal so schwer, ne, also wir können hier, was ist Bolas? Ah, Bolas ist der Scheiß da, ich will hier aber ein Shield, wir werden hier noch ein bisschen Holz gebrauchen, so, dann klicken wir auf Pool. Was nehmen wir dann mit? Was brauchen wir, um jetzt hier Steine zu kloppen? Das heißt, wenn ihr ein Haus bauen wollt, braucht ihr ungefähr 10 Holz und sozusagen 4 bis 5 Steine. Also ich habe bis jetzt immer 4 Steine gebraucht. So. Geht ganz schnell. Also das, was ihr dort gesehen habt, also hier das Haus und allen drum und dran hat mindestens, ja, 5 Minuten gedauert. Natürlich kann man hier auch ein Gefängnis bauen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir nehmen gleich mal Bow. Und das Wetter ändert sich jetzt in Nacht. Natürlich können wir auch Fackel bauen. Dafür brauchen wir
nicht so viel Holz. Also ich denke zwei, drei Holz. Und warte mal. Oh, es regnet wieder. Naja. So traumhaft ist es hier auch nicht. Ja, tot. Das war's, meine lieben Abonnenten. Und jetzt, das war mein erster Kill. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Nein. Ah ja, Fleisch. Fleisch brauchen wir, ist sehr wichtig. So. Stop fire. Aha. Tu gerade eine rauchen. Ich weiß jetzt nicht, wieso das jetzt nicht funzt. Stop fire inspect. Was ist das? Fire is ready to cook. So, jetzt wollen wir hier. Haben wir jetzt draufgehauen? Das schöne Fleisch, ne? Start fire? Geht nicht. Keine Ahnung, vielleicht kann mir hier einer behilflich sein. Unter den Kommentaren. Wie das funktioniert, ich bin noch relativ neu. Torch, was ist ein Rose? Ja. Start fire. Stop fire. Also irgendwie funktioniert das hier nicht. Wollte mal wissen, was ist arouse? Arouse sind die Pfeile, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja. Raus sind die Pfeile. Small mit 1. Habe ich wieder genommen. Das lassen wir jetzt mal. Und wir werden gleich mal weiterzocken, wenn es wieder Tag ist. Weil dann wollte ich euch mal die Map mal zeigen. So, und dann sehen wir uns mal gleich. Und ja, genau, das wollte ich euch nochmal ganz kurz erklären hier. Den Stamm müsst ihr auch bauen, nur wenn ihr wollt. Und dann können wir dann klicken. Das heißt, das ist jetzt mein Stamm, ne? Total Members 1. Ja, und da könnt ihr sozusagen auch beitreten unter Join, ne? Natürlich kann ich jetzt nicht beitreten, weil das mein Stamm ist. Ja, da könnt ihr dann beitreten. Falls ihr nicht wisst, was das ist, ne? Einfach ein Stamm, wo Member reingejoint sind, und dann könnt ihr eure Spieler auch im Spiel sehen. Dann steht da oben ein Name, ne? Und dann könnt ihr sehen, wer zu euch gehört, zu welchem Stamm, ne? Finde ich echt cool, eine coole Klasse, dass es jetzt auch funktioniert bei der Alpha. Habe ich mit einem Kumpel ausprobiert, und wie gesagt, wir sehen uns gleich, wenn es wieder hell wird. Ja, liebe Leute, wir haben hier wirklich 5 Uhr morgens, nee, Spaß. Die ganze Nacht hat es geregnet, ne? Und ich habe mir gedacht, ja, ich baue mir hier ein paar. Ach, was ist jetzt? Ah, ja. Ich baue mir hier ein paar Waffen. So, hier. Schutz. Dann haben wir hier Pfeil und Bogen. Und ein Speer. Und wir gucken uns mal, ja, die Welt an. Da dachte ich mir, wenn es Tag ist, sieht die Welt doch viel besser aus, als wenn man jetzt nachts herumläuft mit einer Fackel. Jetzt hier auch ein wenig Nebel, ne? Und wir werden uns jetzt auch nicht so viel befassen über dieses Game. Ich werde euch einfach nur die Map zeigen und wie sie so ist. Also, was ich euch gezeigt habe, habe ich euch gezeigt. Also einfach hier zu Hause bauen und ja, zusammen zockt es sich auf jeden Fall viel besser. Ja, bei Survival-Spielen ist es ja immer so. Also alleine macht es definitiv keinen Bock. Es ist eher im Team macht es irgendwie mehr Spaß, als jetzt alleine hier irgendwo, ja, herumzulaufen. Oh, was war das? Wir müssen uns schleichen.
ja, vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht finde ich ja die Höhle. Ansonsten zeige ich euch den Fluss. Ja, wirklich grandioses Spiel. Das Blöde ist, was mir fehlt bei Singleplayer, ist das einzige Manko, dass man hier nicht speichern kann. Also wenn wir auf Esc drücken, können wir gar nichts machen und es speichert sich auch nicht. Und das ist das einzige Blöde dran. Auch bei Multiplayer in den Server, wenn man rausgeht aus dem Server, ist alles weg. Und wenn man wieder reinjoint, muss man wieder alles von vorne spielen. Also man muss wieder bauen, ja, finde ich ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, also ich will jetzt nicht drum haken, es ist ja die Alpha, ne? Also kann sich ja, wie gesagt, alles ändern. Es wird sich auch alles ändern. Kommt drauf an, wann. Das ist hier die Frage. Und ja, wie gesagt, schöne Grafik hier. Unreal, ja. Für mich reicht die Grafik aus. Das Spiel hat gerne nicht so viel. Ich dachte, da lade ich mal hier 4 GB runter. Nee, das Spiel hatte wirklich. Das ist jetzt aber kein Witz, ne? Das hatte 400 MB. Das müsst ihr mal bedenken. 400 MB hat dieses Spiel. Das war Wahnsinn. Gleich mal hier in 1-2 Minuten heruntergeladen. Und für so eine Pracht hier, 400 MB ist schon mal was, ja, schon mal positiv. Und, vielleicht können wir den hier. Ne, der verschwindet. Da muss man halt vorsichtig sein. Wie bei Daisy. Wenn irgendwelche Zombies sind, muss man meistens immer dran schleichen. Diese Dinosaurier da vorne, die tun dir nichts. Somit können wir die auch töten. Es sei denn, man trifft auch. Aber ja, ich bin jetzt nicht so der Überpro-Jäger. So, jetzt laufen wir hier rum und ich finde diesen Fluss nicht. Das wollte ich euch mal zeigen. Und für den Preis ist es eigentlich, naja, solide, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall würde ich abwarten. Vielleicht auf den Summer Sale, vielleicht wird es billiger. 15 Euro wäre sozusagen der angemessene Preis für dieses Spiel. Aber 23 Euro geht eigentlich auch. Sobald die Finalversion da ist, zahlt sich das Spiel auf jeden Fall aus. So, und wir sind hier auf dem Fluss angelangt. Natürlich gibt es hier auch. Da habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das wollte ich gerade sagen, dass er mich gleich killen wird. Aus dem Wasser heraus, das ist ja mal der Wahnsinn. Da gibt es ja Dinosaurier, die gehen ja hier auf dem Wasser, ne? Die gehen einfach drauf, ne? So wie Jesus. Das ist ja mal der Wahnsinn. Eieieiei. Genau, mit der Höhle. Ah, die Höhle. Jetzt wollte ich hier die Höhle ansprechen, ne? Und, ja. Wollte ich mal eigentlich die Höhle suchen, aber wie gesagt, die haben wir jetzt nicht gefunden. Ja, bis zum Fluss haben wir es geschafft. Auf jeden Fall, wenn man hier im Team spielt, macht es auf jeden Fall Spaß. Es sei denn, man hat in seinem Server nicht irgendwelche Obernoobs, die alles zerstören und dich dann killen, ne? Also das finde ich schon mal gar nicht nice. Aber wie gesagt, für diesen Preis ist es wirklich angemessen und ja, ich hoffe, es kommen noch mehr Leute hier, mit denen ich zocken kann. Also derzeit zocke ich nur mit einem guten Kumpel. Vielleicht werden wir auch demnächst Let's Playen. Sobald hier noch Patches kommen und ja, derzeit ist es nicht so Let's Playbar, würde ich mal sagen. Da warte ich lieber drauf und ja. Wie gesagt, demnächst kommen noch Let's Plays für dieses Spiel und noch mit einem Kumpel, weil alleine, wie ihr seht, alleine macht es keinen Spaß und im Team ist es doch ein wenig lustiger, ne? Und wenn da noch mehr Leute sind, ist es auch im Teamspeak viel lustiger. Aber wie gesagt, holt euch dieses Spiel wirklich grandios. Ganz viele Server und demnächst werde ich auch Let's Playen in einem Server. Und dann werden wir mal auf die Jagd gehen nach Menschen. ja, wie gesagt, euer Dominator und bis zum nächsten Mal. Tschüss.